Das ist schon krass, die Titelseite Münchner. Ich darf um eure geschätzte Aufmerksamkeit bitten. Ich darf euch ganz herzlich im Rahmen des Kreisverbands München hier in der Geschäftsstelle zur Wiederholung der Aufstellungsversammlung im Stimmkreis 104 Wilbertshofen begrüßen. Zur Wiederholung der Aufstellungsversammlung hat der Vorstand einen Bericht auf der Webseite veröffentlicht. Der sollte es heute alles erklären. Und damit darf ich dann die heutige Aufstellungsversammlung eröffnen. Ich habe gerade gehört, wir haben wie viele akkreditiert heute? 12 war der letzte Stand. Sehr gut. Ich darf die Versammlung fragen, besteht Einwände gegen die Akkreditierung irgendeines Mitgliedes oder sollte irgendein Mitglied akkreditiert werden, das nicht akkreditiert wurde? Gibt es da Einwände? Sprich, hat irgendjemand seine Stimmkarte zu Unrecht oder sollte irgendjemand eine Stimmkarte haben, der keine hat? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann braucht die Versammlung einen Versammlungsleiter. Schlag man dich vor. Ich fühle mich gerade vorgeschlagen. Du hast den Job. Besteht Einverständnis? Bitte die Stimmkarten. Ja. Einwände? Dann danke ich für das Vertrauen. Geschäfts- und Wahlordnung schlagen wir die gleichen vor wie für die ganzen Aufstellungsversammlungen, die sie auch gestern erst wieder bewährt hat. Sie ist seit länger im Internet veröffentlicht. Bestehen Einwände gegen Geschäfts- und Wahlordnung? Beziehungsweise stimmen wir es aktiv ab? Seid ihr einverstanden mit Geschäfts- und Wahlordnung? Sehr schön. Gegenstimmen? Nein. Die Geschäftsordnung sieht die Zulassung der Öffentlichkeit vor. Wir streamen das Event. Möglicherweise werden auch noch Fotos gemacht. Bestehen dagegen Einwände? Sehe es nicht der Fall. Wir brauchen einen Wahlleiter in Personalunion mit einem Protokollführer. Ich habe da jemanden im Auge. Markus? Ja, ich jetzt mal. Besteht Einverständnis? Aktiv bitte. Danke sehr. Gegenstimmen? Sehe es nicht der Fall. Dann benötigen wir zwei Zeugen, die den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung, die geheime Wahl, sowie dass jeder Kandidat ausreichend Zeit hatte, sich vorzustellen, an Eidesstab bestätigen. DJ, sehe Meldung. Ein zweiter. Wolfgang, war das eine Meldung? Danke. Kaster. Das ist DJ und Kaster. Darf das überhaupt jemand machen, der Stimmrichter? Wie? Ja. Ja. Das ist so auch zu kontrollieren. Ja, wenn auch jemand. Also wenn noch jemand anders, der hier akkreditiert ist, möchte, muss das nicht machen. Das passt schon. Gut, wir benötigen einen Wahlhelfer. Flo, du weißt, dass ich sowas immer als Meldung auffasse. Die schon was bereits Zeuge. Ja, stimmt. Ein Wahlhelfer, bitte. Ja, hatte ja. Ich schlag Flo Breik vor. Ja, Flo Breik. Flo Breik? Achso, hat ja gesagt. Okay. Dann hat Flo den Job. Moment, und Spickzettel schnell festhalten. Okay, es gibt Kandidaten, die reden gerne ein bisschen mehr. Dann würden wir gerne die Vorstellungszeit der Kandidaten auf 10 Minuten begrenzen, mit einer zarten Empfehlung, sich möglicherweise auch kürzer zu fassen. Bestehen da Einwände? Dann ist die Redezeit auf 10 Minuten begrenzt. Ja. Dann sind die Formalitäten soweit erledigt. Bin ich jetzt Wahlhelfer oder nicht? Ja. Du bist Wahlhelfer, Flo. Okay, gut. Und ich darf die Kandidaten zu mir nach vorne bitten. Ein Einzelner, auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn,
haben wir das Angebot nur für nicht akkreditierte Piraten, dass nebenan eine Einführungsveranstaltung für Neupiraten stattfindet. Nicht für Akkreditierte. Ab 19 Uhr für Akkreditierte nächste Woche auch wieder ab 19 bis 20 Uhr. Jede Woche donnerstags für Neupiraten. Wie die Tools oder auch Altpiraten, die sich nochmal informieren wollen, wie das mit den Tools und dem Ganzen funktioniert. Gut. Ich habe einen Kandidaten, kriege ich einen zweiten. Kann ich einen vorschlagen? Du kannst einen vorschlagen. Ich schlage Bonus vor. Ja. Weitere Kandidaten? Ich würde auch bei dem einen vorschlagen. Ja. Einen Dominik Falter. Weitere Kandidaten? Wolfgang, du bist stimmberechtigt. Karte. Ich bin stimmig, aber ich okay. Gut, dann haben wir drei Kandidaten, sehe ich das richtig? Machen wir vier. Okay. Scheiße, mal zu reden. Einen auf jeden noch. Das ist das letzte Mal. Weitere Kandidaten, bitte. Okay. Ich denke, wir können mit vier leben. Wir ändern das Losverfahren diesmal ein bisschen. Ich nehme jetzt nur vier Scrabble-Steine. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Falls sich jemand überzeugen möchte. Einer von den Zeugen. Zeig es halt jemandem vorne. Jo, A, B, C, D hier. Das B war aber auf dem Kopf. C vielleicht auch. Der Kandidat, der alphabetisch den höchsten, also am nächsten am A, A oder am nächsten, zieht, darf sich zuerst vorstellen. Wer möchte? Na, links an. Die Höflichkeit ist zweite. Stöhnt. A. C. A. So. Wer ist A? Ich bin A. A? B? C. C? B. Gut. Ich darf um die Rückgabe der Stände bitten. Ich hoffe, dass wir das erste mit 6 Abzahl wieder werden. Bitteschön. Herr Mühle, du hast 10 Minuten. Also ich heiße Michael Krämer, bin Jahrgang 1959, lebe seit ungefähr 30 Jahren in Oberbayern und bin zum zweiten Mal in Scheidung und lebe jetzt seit November 2011 wieder in München, und zwar hier im BIM-Kreis. Ich bin von Beruf selbstständiger PR-Berater und Social Media Manager und unterstütze teilweise beruflich, teilweise ehrenamtlich, hauptsächlich Organisationen und Unternehmen, die nicht Amazon, Google, McDonalds oder ADAC heißen, sondern die jeweiligen Mitbewerber. Aber das hat es mit weniger zu tun. Mein besonderes Anliegen ist die direkte Demokratie, und mein besonderes Anliegen ist es, kleinere und mittelständische Unternehmen zu stärken gegenüber Großkonzernen. Und das ist sowohl mein privates Anliegen als auch mein politisches. Und ich würde, bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, dann mir zu googeln, ich sage jetzt gleich meine politische Laufbahn. Ich bin seit 3,5 Jahren bei den Piraten, war davor 2 Jahre aktiv als Parteiloser für die UDP, für das Volksbegehren Nichtraucherschutz. Davor war ich 2 Jahre Mitglied der Freien Wählergemeinschaft in Lenggries, da habe ich gewohnt. Davor, von 2000 bis 2005, war ich Mitglied der Piraten, der Bayernpartei, war Bezirksvorstand und war Bezirkspressesprecher von Oberbayern, war auch im Landesschiedsgericht. In den ganzen 90er Jahren war ich in keiner Partei, und in den 80er Jahren habe ich politisch richtig Scheiße gebaut, da war ich nämlich am äußersten rechten Rand. Muss man also nicht googeln, das sage ich einfach jetzt so. Ja, ich war so rechts, dass es immer weiter rechts ging, aber ich distanziere mich davon, ich habe mich auch in den 90er Jahren schon distanziert davon. Ich glaube, wenn jemand Fragen hat, kann er auch jetzt gleich schon was fragen. Ich brauche dir 10 Minuten nicht unbedingt, um viel zu erzählen. Sonst gebe ich das Wort weiter. Fragen wir später, aber ja, das geht nicht weiter. Alles klar. Ja, servus. Mein Name ist Florian Deißenrieder. Ich stand hier vor ein paar Wochen auch schon mal da. Fast alle wahlberechtigten Leute haben auch meine Vorstellungsrede damals gehört. Deswegen werde ich euch jetzt nicht langweilen, und alles, was ich im Landtag machen würde, in welche Ausschüsse ich gehen würde, erzähle ich jetzt nicht nochmal. Ihr könnt mich natürlich gerne nachher dazu fragen. Stattdessen würde ich gerne ein bisschen allgemeiner
ausholen, so ein bisschen, warum stehe ich hier, weil ich für die Piraten in den Landtag gehen will und warum bin ich überhaupt zu den Piraten gegangen. Und das hat viel mit dem Smartphone zu tun, das ich in der Hosentasche habe, und keine Angst, ich werde jetzt nicht anfangen zu twittern wie Johannes Ponada daneben, aber ich finde, wenn man sich mal zurückschaut vor 30 Jahren, als ich das Licht der Welt erblickt habe, ja, haben Computer keine Rolle gespielt für die Privatpersonen. Heute kann ich mit diesem Smartphone mit tausenden Menschen auf aller Welt in Echtzeit kommunizieren. Fast das komplette Wissen der Welt, große Kulturgüter dieser Erde sind alle nur einen Klick entfernt. Und ich glaube, in weiteren 30 Jahren wird die technische Weiterentwicklung weitergehen, egal ob es Piraten gibt oder nicht. Und das wird unsere Gesellschaft radikal ändern, die technische Weiterentwicklung. Die Frage ist nur, in welche Richtung? Und ich sehe die Piraten mit den Themen der Piraten, Urheberrecht, Netzneutralität, Videoüberwachung, aber auch das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. All diese Themen sehe ich in diesem Zusammenhang, wie wollen wir unsere Gesellschaft ändern? Weil der Weg ist unklar, und ob sich das in der Richtung George Orwell entwickelt, ja, mit Überwachung in 1984 oder mehr so in die Richtung Star Trek-Universum, ja, das hängt davon ab, wie wir genau solche Themen, die Kernthemen der Piraten, wie wir das gestalten. Und deswegen ist die Piratenpartei unheimlich wichtig, deswegen muss die auch im Landtag, weil wir die Zukunft gestalten. Jetzt muss ich sagen, natürlich gibt es in anderen Parteien auch gute Politiker, gerade bei den Jugendorganisationen. Und ich denke, dass so wie das Umweltthema der Grünen innerhalb von 30 Jahren im Mainstream angekommen ist, so werden auch die netzpolitischen Themen im Laufe der Zeit bei den anderen Parteien im Mainstream ankommen. Das heißt, für mich ist neben den Inhalten die Struktur der Piraten fast genauso wichtig. Und das heißt, dass wir wollen ja mitspielen in der politischen Bühne in Deutschland. Das heißt, wir sind eine Partei, aber innerparteilich sind wir eben nicht so all wie die anderen Parteien strukturiert. Das heißt, statt irgendwie strenger Hierarchien, ja, versuchen wir, möglichst viele basisdemokratische Elemente einzusetzen. Statt irgendwie eine charakterlose Parteisoldat nach dem anderen zu produzieren, ja, bieten wir niedrigschwellige Mitmachangebote für alle. Statt irgendwie unsere Politik mit Lobbyisten zusammen in irgendwelchen Hinterzimmern zu machen, ja, stehen wir für transparente und offene Prozesse. Und dazu gehört für mich auch Online-Politik, ja, mit Liquid Democracy rumexperimentieren. Das sind für mich fundamentale Merkmale der Piratenpartei. Seit der letzten Aufstellungsversammlung ist, wie bei immer bei den Piraten, in wenigen Wochen passiert viel. Ja, ist wieder viel passiert, Stichwort Kollegium. Ich will zu diesem toten Verein gar nichts sagen, aber hat schon auch gezeigt, die Diskussionen im Umfeld, dass, glaube ich, beim zweiten Teil nicht alle Piraten mir 100% zustimmen würde. Und deswegen ist es mir wichtig, das zu sagen, weil wenn ihr mich wählt als Kandidat, werde ich eben mich auch dafür einsetzen, dass die basisdemokratischen Mitmachelemente mit flachen Hierarchien in dieser Partei weiter ausgebaut werden. Jetzt noch kurz zum Wahlkampf. Ich denke, wir stehen vor zwei großen Herausforderungen. Die erste ist, unsere eigene Basis besser zu motivieren, weil wir da, also heute nicht, heute ist es randvoll, finde ich super. Ja. Ansonsten zu anderen Veranstaltungen hatten wir in letzter Zeit doch Mobilisierungsprobleme. Ich habe dafür auch nicht die Patentlösung, aber ich werde versuchen, im Wahlkampf möglichst viele kleine, klar definierte, konkrete Aufgaben zu gestalten und diese nach draußen zu kommunizieren, um mein Team, das ich schon ein bisschen habe, aber um das Team für den Wahlkampf maximal zu vergrößern. Und das zweite Problem, was ich im Wahlkampf ein bisschen sehe, ist, dass wir mehr wahrgenommen werden. Zum einen geht das natürlich mit klassischer Pressearbeit. Die liegt momentan im Landesverband Bayern und im Bezirk noch relativ in den Anfängen. Da will ich mein Möglichstes tun, das mit auszubauen, dass wir in der traditionellen Presse besser wahrgenommen werden. Und dann ist aber auch so ein bisschen, wenn uns die klassische Presse nicht wahrnimmt, dann sind wir eine junge Netzpartei und haben auch andere Möglichkeiten. Das heißt, sei es Facebook, sei es Guerilla-Marketing, um den Bürger zu erreichen, auch wenn er nicht die Zeitung liest. Das sind ganz grobe meine Vorstellungen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen gibt und mich wählt als Direktkandidat in diesem Stimmkreis. Ich halte es jetzt kurz. Wenn ihr Fragen habt, freue ich mich auf eure Fragen und werde die versuchen, die bestmöglich zu beantworten. Dankeschön.
Ja, servus. Ich hatte ja die letzten 2 Monate die große Freude, Direktkandidat der Piratenpartei hier im Stimmkreis 104 zu sein. Und ich möchte zunächst mal erzählen, was die letzten 2 Monate so extern passiert ist. Zunächst war ich als Direktkandidat der Piratenpartei zu Gast beim Verein für politische Jugendpartizipation eingeladen. Ich habe mich mit den Unterstützern getroffen zur Rettung des Backstage. Wer diese Einrichtung nicht kennen sollte, es ist eine Jugendeinrichtung, die in unserem Wahlkreis liegt und die von ihrer Auflösung bedroht ist. Ich habe mich zusammen mit BA-Kollegen vom Bezirksausschuss 9 Neuhausen-Nymphenburg von SPD und FDP zu einer Demo getroffen gegen die Rechtspopulisten von Die Freiheit am Rotkreuzplatz. Das war auch gestern auf der Titelseite vom Neuhauser Werbespiegel. Und ich habe wieder die Christbaum-Aktion durchgeführt, die ich damals vor 2 Monaten auf meiner Wahl versprochen habe. Sie findet dieses Wochenende statt. Ich habe dazu als Kandidat gut 1000 Schreiben an Bürger rausgelassen, habe momentan 150 angemeldete Haushalte. Ich habe das allerdings nicht offiziell unter dem Namen der Piratenpartei getan, denn der Vorstand dieses wunderbaren Kreisverbandes hat diese Aktion, bei der es darum geht, für Bürger Service zu bieten und Spenden für Charity zu sammeln, als, ich zitiere wörtlich, postkloitale Yuppie-Aktion bezeichnet. Was ich insofern etwas schade finde, weil wenn man 150 Haushalte an einem Wochenende besucht, dann ist das mehr Bürgerkontakt, als mancher Sesselhocker in einem Vorstand wahrscheinlich in einem ganzen Jahr erreicht. Aber zum Thema Vorstand und wie einige hier Vorstellungen haben, wie man einen Wahlkampf richtig führt, würde ich gern später noch was sagen. Zunächst würde ich gerne darauf eingehen, was in den letzten 2 Monaten so intern passiert ist. Direkt nach meiner Wahl am 10. November wurde dann bereits abends auf Twitter, unserer aller Lieblingsmedium, diskutiert, wie man denn diese Wahl vom 10. November irgendwie wieder verändern könnte. Und da hat man dann in Paragraphen 28.3 des Landeswahlgesetzes gefunden, wo es heißt, dass der Landesvorstand gegen die Wahl einer Person Einspruch erheben kann und die Wahl wiederholen lassen kann. Dies ist tatsächlich auch schon einmal in deutscher Geschichte passiert, und zwar in Niedersachsen. Ebenfalls bei der Piratenpartei, weil man dort festgestellt hat, dass der Direktkandidat offenbar rechtsradikal ist, und aus nachvollziehbaren Gründen hat der Landesvorstand seine Wahl dann annulliert. Auf Twitter hieß es dann, leider können wir dem Kandidaten Falter, ja, leider ist er bisher noch nicht rechtsradikal aufgefallen, sodass wir mit diesem Mittel offenbar nicht weiterkommen. Es ging dann aber insofern weiter, dass mein Gegenkandidat damals von der Stichwahl am 10. November und von dem Losentscheid sich an den Landesvorstand gewandt hat, um die Wahl vom 10. November ungültig zu machen. Er schreibt da, die Veranstaltung lief streng nach dem Wahlgesetz ab, es gibt formal nichts zu beanstanden. Fraglich sei allerdings, ob das Ergebnis im Sinne der Piratenpartei ist. Weiterhin beklagt er sich dann über den Kleidungsstil einiger anwesender Wahlberechtigter. Da heißt es dann, Lackschüchchen, Kostüm, Anzug, Perlenkette, das ist nicht der richtige Piratenstil. Als ich im März hier in die Partei eingetreten bin, kam ich her, weil man auch versprochen hat, es sei ein offener Laden,
da könnte jeder was machen. Interessant finde ich es dann, wenn es um Kandidaturen geht, da erheben dann doch einige Leute eine gewisse Deutungshoheit, wer denn Pirat ist und wer nicht Pirat ist. Und sowas wird dann auch ganz gerne mal an Äußerlichkeiten festgemacht. Am 11. Dezember hat dann der Vorstand eine Einladung nach § 28 Wahlgesetz rausgeschickt, wegen der wir heute hier zusammengekommen sind. Dass zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Beschluss zu einer Annullierung der Versammlung vom 10.11. vorlag, sei mal dahingestellt. Aber auch sonst hat der Vorstand einige ziemlich lustige Briefe rausgelassen. Da heißt dann zum Beispiel, dass wegen einem Ticketfehler, so nennt man das wohl, wenn man Mitgliedsanträge irgendwie verschwinden, ist das dann wegen einem Ticketfehler, sind leider deine Daten verloren gegangen, deswegen bist du jetzt kein Mitglied. Warum die Person dann aber trotzdem den Brief mit Namen und an die Adresse der Person bekommt, obwohl ja die Daten verloren gegangen sind, das fällt dann, finde ich, eher schon wieder unter Slapstick. Andere lustige Briefe vom Kreisvorstand waren dann noch, andere Leute haben Briefe bekommen. Der Kreisvorstand hat beschlossen, Mitglieder erst nach einem Kennenlerntreffen aufzunehmen. Wenn dann diese Leute antworten, das können wir ja gern machen, vielleicht zum Beispiel am Freitag gleich auf dem Stammtisch, dann bekommen sie so Antworten wie, ja, das wissen wir jetzt leider nicht, ob am Freitag auf dem Stammtisch jemand vom Vorstand da ist. Lass uns da mal andermal irgendwie ein Kennenlerntreffen machen. Natürlich sind diese Mitgliedsanträge dann auch verschwunden. Ich würde auch interessieren, wer in diesem Raum denn hier schon alles ein Kennenlerntreffen mitgemacht hat, bevor er überhaupt Mitglied werden durfte. Es werden sicherlich nicht alle sein. Diesen vor Beschluss über einem Jahr schon. Diesen Beschluss des Kreisvorstandes findet man übrigens auch in keinem Vorstandsprotokoll. Warum auch? Ich meine, wir sind ja auch keine offene oder transparente Partei. Da muss sowas ja auch nicht auftauchen. Aber der absolute Gipfel war dann eigentlich diesen Montag erreicht. Da hat sich der Kreisvorstand einen interessanten Bericht rausgeschickt, den alle hier bekommen haben. Da kann man natürlich auch Wähler von heute hier nochmal schön beeinflussen. In diesem Bericht, ich würde da gerne auf einige Punkte eingehen, da heißt es, die Versammlung müsse wegen Formmängeln wiederholt werden. Naja, eigentlich stimmt das überhaupt nicht, weil die Wiederholung ist bereits Ende November, korrigiere mich, Anfang Dezember, eingeladen worden, und zwar aufgrund von § 28.3. Uns passt der Kandidat nicht. Das ist natürlich eine ein bisschen schwache Begründung, vor allem weil diesen § 28 Absatz 3 noch keine andere Partei angewandt hat und das auch mit Demokratie sehr wenig zu tun hat. Aber dann hat man am Montag sich noch eine schöne Begründung konstruiert. Da werden dann Formmängel angeführt. Komisch, dass wegen dieser Formmängel aber niemand die Versammlung angefochten hat. Dann würde man nämlich diese Formmängel überprüfen müssen. Nein, es ist sehr schön, der Vorstand der Partei äußert Verdächtigungen, überprüft diese selbst und sagt dann, die Verdächtigungen sind nicht vollständig ausgeräumt worden. Da finden dann vor Ort Überprüfungen statt. Diese waren wohl bereits Ende November. Und wie ich mitbekommen habe, war im Zeitraum dieser Vor-Ort-Überprüfungen bei einem akkreditierten Mitglied am nächsten Morgen das Namensschild an der Klingel weg. Da kann man natürlich dann ein schönes Foto zum Beispiel machen und sagen, die Person wohnt da ja gar nicht. Oder man sagt, andere Leute waren ja vorher in einer Jugendorganisation. Man zitiert eine aktuelle Homepage. Naja, die Homepage ist 8 Jahre alt.
Ich weiß nicht, was man hier im Vorstand der Piratenpartei unter aktueller Homepage versteht. Sie ist von 2004. Das sind jetzt sogar 9 Jahre. Ich möchte auch grundsätzlich anmerken, vorher in einer anderen Partei. Ja, ich bin aber kein Kandidat und ich möchte zu einigen. Dann möchte ich dich bitten, die Kandidatenvorstellung zu verlassen. Ich bin der gewählte Kandidat vom 10. November und ich möchte auch zu diesen Vorwürfen etwas sagen können. Das kannst du in der Zeit, aber nicht im Rahmen der Aufstellungsversammlung. Kandidierst du jetzt? Ich bin vorgeschlagen und ich würde gerne nochmal was sagen. Ich sehe an, dass Dominik sich auf der Frage gerne stellen würde. Boris? Ja, ahoi. Die meisten kennen mich wahrscheinlich schon. Ich werde trotzdem eine kurze Vorstellung noch machen. Ich bin 25 Jahre alt, studiere in München, arbeite hier auch freiberuflich als Übersetzer. Bin 2009 in die Piratenpartei eingetreten. Damals war es vor allem die Urheberrechtsdebatte, die ich auch schon seit längerem verfolge und wegen der ich in die Debatte zu den Piraten gekommen bin. Habe seitdem an verschiedenen Ecken mitgearbeitet und mitgemacht. Da war die Pressearbeit im Bund und in Bayern, wo ich lange Zeit aktiv mitgearbeitet habe. Die Arbeitsgruppe Urheberrecht auf Bundesebene hat aufgezogen und ist auch bis heute noch relativ aktiv, auch wenn da jetzt nicht unbedingt so viel bei rauskommt. Ich habe mich in anderen thematischen AGs eingebracht und seit einem knappen Jahr bin ich jetzt Leiter der Antragskommission in Bayern, die Anträge aufbereitet und für einen Parteitag vorstellt und auch Leiter der Geschäftsstelle hier. Also der Job ist zu schauen, dass das Chaos nicht den üblichen Rahmen übersteigt. Warum kandidiere ich, warum meine ich, dass wir als Piraten in den Landtag reinkommen müssen und warum will ich für die Piraten in den Landtag kommen? Es liegt gar nicht mal so sehr an konkreten Themen, obwohl es gerade in Bayern viele Themen gibt, bei denen wir als Piraten uns positionieren können und müssen. Ich sage ja schon mal das Steckenpferd der CSU, die innere Sicherheit, die in CSU-Interpretationen aus welchem Grund auch immer nur darauf hinausläuft, dass man mehr Überwachung, mehr Kontrolle und weniger Bürgerrechte haben möchte. Oder auch die Transparenz ist hierzulande nicht so gut drum bestellt. Das Hinterzimmer seit jeher auch bei den Parteipolitikern der beliebteste Tagungsort. Da können wir mit unseren Vorschlägen, mit unseren Themen doch viel Licht ins Dunkel bringen. Was für mich aber noch wichtiger und ausschlaggebender ist, das sind die Grundwerte und die Grundausrichtung der Piratenpartei, weil im Gegensatz zu den Themen gibt es keine andere Partei, die sich zumindest bemerkbar macht, die für diese Werte einsteht. Und das sind die Werte der individuellen Freiheit und auch des Willkommenheißen des Fortschritts, technisch wie gesellschaftlich. Und da sieht es nicht nur bei der CSU sehr schlecht aus, weil deren Fortschritt sich irgendwo zwischen Steinzeit und Mittelalter anscheinend in Stocken geraten ist. Auch bei den anderen Parteien, auch bei den Parteien, die sich gerne als progressiv bezeichnen, die sind noch in Vorstellungen vom letzten Jahrhundert und Jahrtausend verstrickt. Und da müssen wir als Piraten was tun. Und diese zwei Grundausrichtungen, die waren bei den Gründungsthemen, beim Gründungsmythos der Piratenpartei schon dabei. Wir haben uns gegen die Netzzensur, gegen die Netzüberwachung gestellt, weil wir uns für die Freiheit des Einzelnen engagieren. Wir haben uns für ein neues Urheberrecht gestellt, weil das Urheberrecht an den technischen Fortschritt, an die moderne, an die digitale Revolution angepasst werden muss und nicht umgekehrt. Aber auch nachdem wir nach und nach unsere Themengebiete erweitert haben, sind wir diesem Grundprinzip treu geblieben. Ob bei der Drogenpolitik, bei der wir uns für den mündigen Bürger aussprechen, anstatt ständig Verbote und Bevormundungen rauszugeben. Ob bei der Familien- und Geschlechterpolitik, in der wir auch die modernste Programmatik haben. Und sowohl im Bund als auch in Bayern braucht es eine Partei, die sich konsequent für die Freiheit und für den Fortschritt einsetzt. Und die einzigen, die das hätten machen können und vielleicht vor
15, 20 Jahren sogar gemacht haben, die FDP, die sind mittlerweile so weit gekommen, dass für die Freiheit nur noch die Freiheit von Unternehmen und nicht die Freiheit von Individuen bedeutet. Deshalb sind wir dringend nötig auf der politischen Bühne und diese Werte sind auch etwas, was ich mit vollem Herzen unterstützen kann. Und ja, ich möchte noch eine persönliche Anmerkung anbringen, weil wir haben heute, wie auch bei allen anderen Aufstellungsversammlungen, eine Personenwahl. Und die Personen, die Kandidaten, sind keine Roboter mit einer zugeschalteten externen Festplatte, auf der das Parteiprogramm abgespeichert ist, sondern wir sind Menschen, wir haben unsere Eigenschaften und Besonderheiten. Ich kann auch direkt von mir sprechen, ich habe meine starken Seiten, ich habe aber auch genauso meine schwachen Seiten. Ich habe mir in der Vergangenheit einige Fehltritte geleistet und ich will auch nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Ich werde nicht versprechen, dass ich in Zukunft keinen einzigen Fehler mehr begehen werde. Was ich aber versprechen kann, ich werde mit diesen Fehlern offen umgehen, ich werde auf die Kritik eingehen. Und deshalb bitte ich euch, diese Wahl eben nicht nur an Themen auszurichten, sondern auch den Begriff Vertrauen da reinzubringen. Ich bitte euch um das Vertrauen, dass ihr glaubt, dass unterm Strich mein Engagement für die Piratenpartei als Kandidat und eventuell als Abgeordneter für die Piratenpartei was positiv ist und uns auch und unsere Themen voranbringt. Danke. Ich danke den Kandidaten für ihre Vorstellungen und eröffne hiermit die Fragerunde. Flo. Ich mache mal das Versammlungsvoll. Fange ich mal mit meiner Standardfrage an. Ihr müsstet sie eigentlich alle schon kennen. Welche zwei Ausschüsse könntet ihr euch thematisch denn innerhalb des Landtags vorstellen? Warum diese zwei Ausschüsse und was habt ihr in diesem Bereich schon gemacht? Innerhalb der Piraten. In meinem Fall auf jeden Fall Mikro. In meinem Fall auf jeden Fall das Thema Kultur und das Thema Wirtschaft. Können wir aber auch durchaus einen Innenausschuss vorstellen, weil ich eine berufliche Vergangenheit habe bei den Feldjägern, zwar Verteidigungs-, aber wir hatten mit der Polizei viel zu tun. Also das könnte ich mir auch noch vorstellen, aber Wirtschaft und Kultur am ehesten. Und was hast du innerhalb der Piraten da schon gemacht? Innerhalb der Piratenpartei habe ich da noch gar nichts gemacht, aber außerhalb der Piratenpartei bin ich jeden Tag unterwegs, weil ich mich ehrenamtlich engagiere für die Kleinkunst, Kabarett, Comedy und Live-Musikszene in München. Und das kann ich politisch auch machen. Und wirtschaftlich bin ich halt als PR-Berater unterwegs für Firmen teilweise. Ja. Aber ich denke, Kultur steht mir näher. Wirtschaft oder Kultur. Okay. Ja. Also zum einen, wir müssen erstmal einen geilen Wahlkampf machen, dann müssen wir einziehen, dann müssen wir schauen, wer ist gewählt worden und dann je nach persönlichen Stärken das aufteilen. Deswegen ist es ein bisschen eine Milchmädchenrechnung zum jetzigen Zeitpunkt. Ich könnte mir aber vorstellen, zum Beispiel Umwelt und Gesundheit, im Themenbereich Gesundheit, war ich drogenpolitisch aktiv, war auf dem Hanftag, habe das Wahlprogramm, Positionspapiere geschrieben. Zweiter Antrag könnte ich mir vorstellen, Arbeit, Soziales und Familie. Da gehört in Bayern auch Asylpolitik dazu. Da war ich jetzt auch auf mehreren Treffen, habe am Positionspapier mitgeschrieben. Ja, ich hätte ja noch gerne einige Worte zu dem Thema Artikel in der Süddeutschen von gestern gesagt. Willst du vielleicht meine Frage beantworten? Ich sage, was ich möchte. Ja. Ja. Also ich sage, was ich möchte. Ja. Ich hätte auch gerne noch was zum Thema frühere Parteimitgliedschaften von anderen Kandidaten in anderen Wahlkreisen gesagt. Das werde ich mir auch sparen. Ich werde allerdings... Willst du dich dieser Frage umgestellt oder möchtest du das nicht? Ich spreche gerade. Lass dich doch eine Frage stellen, die dir passt. Hast du Fragen stellen, die einem passen, das mögt ihr vielleicht so machen, aber das ist nicht mein Ding. Das ist in der Geschäftsordnung vorgesehen, die sich diese Versammlung gegeben hat. Ich habe vor zwei Monaten, ich habe vor zwei Monaten an einem Kandidatengrillen teilgenommen. Ich habe damals alle Fragen beantwortet.
Ich habe auch alle Fragen beantwortet, die mir im Kandidatenwatch gestellt worden sind. Und ich werde heute keine Fragen hier beantworten, weil ich bereits der gewählte, korrekt gewählte Kandidat in diesem Wahlkreis bin. Ihr wisst auch, dass ich diese Versammlung hier nicht anerkenne. Ihr wisst, dass es eine Anfechtung gegen diese Versammlung gibt, die am 27.01. verhandelt wird. Und es tut mir leid für die Leute, die hier neu heute da sind, aber ihr hättet auch am 10. November kommen können und mir Fragen stellen. Ich möchte heute hier keine Fragen beantworten, weil ich bin kein Papagei. Es ist am 10. November, hier anderthalb Stunden diskutiert worden. Und ich möchte zu dem AZ-Artikel und zu anderen Dingen nichts mehr sagen. Ich sage nur, ihr wisst, dass ich die Rechtmäßigkeit dieser Wiederholung hier für vollkommen aus der Luft gegriffen halte. Ich werde deswegen meine Kandidatur auf dieser Versammlung heute zurückziehen. Und ich kann nur sagen, wer mich damals gewählt hat, wer ungefähr meine Positionen kennt, ich würde mir heute wünschen, dass der Boris hier gewählt wird, und zwar deswegen, weil er meine inhaltlichen Dinge noch am meisten ähnlich vertritt, das heißt im Sinne von nicht links zu sein, und er sich in dieser gesamten Schlammschlacht, die in den letzten zwei Monaten stattgefunden hat, absolut korrekt verhalten hat, was ich im Zusammenhang mit anderen Kandidaten, ich nenne da speziell den, der das letzte Mal mit mir in der Stichwahl war, leider nicht sagen kann. Danke. Um zu der Frage zurückzukehren. Also ich habe da auch ein bisschen unfairen Vorteil, weil ich die schon ein paar Mal gestellt bekommen habe. Also die Ausschüsse, die ich mir vorstellen kann, wären zum einen Wirtschaft, Verkehr, Technologie und Infrastruktur. Da habe ich also gerade im Bereich Technologie und Forschung habe ich das Grundsatzprogramm der Piraten zu diesem Punkt mitgeschrieben bzw. geschrieben. Ich arbeite auch in den verschiedenen Wirtschaftsarbeitsgruppen ab und an mit, und das ist auch ein Thema, das mir am Herzen liegt. Was die Verkehrspolitik angeht, so habe ich einige lange Abende hier in der Geschäftsstelle mit Andi Witte verbracht. Und das färbt in Sachen Verkehr definitiv ab. Also ich habe feststellen müssen, dass es eine faszinierende Sache ist, was ich vorher nicht hätte glauben können. Und der zweite Ausschuss, der in Frage käme, wäre eben Hochschule und Forschung. Im Bereich Hochschule kann ich Flo Breik natürlich nicht das Wasser reichen, aber wie gesagt, Wissenschaft und Forschung ist auch eins der Themen, die ich in das Grundsatzprogramm der Piratenpartei und auch in die Positionierung des Bayerischen Landesverbands eingebracht habe. Also da liegt auch ein bisschen mein Schwerpunkt drauf. Ich hatte eine Frage an den ersten Kandidaten. In deiner Ansprache hast du genannt, dass du für direkte Demokratie stehst. Ja. Und da geht meine Frage konkret hin. Was hast du bei den Piraten schon für direkte Demokratie gemacht und wie setzt du dich im Moment für die Piraten ein? Also zum Thema direkte Demokratie. Ich war in den 90er Jahren aktiv im Arbeitskreis Mehr Demokratie. Damals habe ich im Kreis Miesbach gewohnt. Und ich war die ganze Zeit mit den Freien Wählern, mit der Bayernpartei, der FDP, der SPD, der Evangelischen Kirche, Katholische Kirche. Wir haben gemeinsam einen Arbeitskreis aufgebaut und da war ich über viele Jahre aktiv. Und ich bin bei jedem Volksbegehren, bei jedem Volksentscheid immer aktiv gewesen. Einschließlich jetzt das Thema von der Piratenpartei mit den Studiengebühren. Auch da war ich aktiv, habe Unterschriften gesammelt und habe es auf Facebook und Xing unterstützt. Bin aber nicht in der Partei selber aktiv gewesen dafür. Also nur außerhalb. Ja. Ja. Achso. Moment, meine Fragen. Ja. Zu Boris hätte ich eine Frage. ich weiß, du bist sehr fleißig, arbeitest dich auch schnell in neue Themen ein. Dein aktueller Themenschwerpunkt, wo du dich auch schon recht fleißig eingebracht hast, sind allerdings eher Bundesthemen. Inwiefern siehst du dich trotzdem im Landtag? Also du gehst da wahrscheinlich auf das Urheberrecht ein, weil das ist ja auch das Thema, warum ich eingetreten bin. Auch mit Auslandspiraten, sprich Party, Russia oder ähnliches.
PPI. Okay, das kommt jetzt natürlich mit der Herkunft, ja, aber das ist jetzt nicht mein Themenschwerpunkt. Aber jetzt gerade Wirtschaft und Wirtschaftspolitik ist ja auch auf Landesebene aus sehr vielen kleinen Elementen zusammengestrickt. Da wäre beispielsweise das Ladenschlussgesetz ist eine relativ kleine und relativ spezielle Sache, aber trotzdem, wir haben da im Landesverband eine ganz klare Position dazu, die hoffentlich auch noch weiter verstärkt wird auf diesem kommenden Parteitag. Und das ist etwas, was man auf Landesebene für eine liberale, für eine freiheitlich orientierte Politik tun kann, beispielsweise für ein liberales Ladenschlussgesetz sich einzusetzen oder auch die Anträge, die wir haben, dass stille Feiertage nicht mehr für die ganze Allgemeinheit gelten sollen. Das ist auch ein Thema, dass man auf Landesebene, wo man auf Landesebene eine klare freiheitliche Kante beweisen kann. Und so geht es halt bei den ganzen kleinen Sachen. Auch ein Antrag für den Landesparteitag, der zwar nicht von mir stammt, aber meine komplette Unterstützung hat, der Existenzgründungszuschuss für Leute, die sich selbstständig machen. Da ist auch sehr viel auf Landesebene machbar und auch das geht in die Richtung einer eigenverantwortlichen, einer freiheitlichen Wirtschaftspolitik. Das heißt, gerade bei der Wirtschaftspolitik gibt es viele Fragen, die jetzt zwar nicht das große, globale Ganze betreffen, die aber auf Landesebene angesiedelt sind und bei denen man auf Landesebene auch sich dafür einsetzen kann. Auch, was ich schon angesprochen habe, das Thema Forschungsförderung ist auch zu einem großen Teil auf Landesebene angesiedelt. Ausbildungsförderung, dazu habe ich auch ein Positionspapier auf Landesebene eingebracht, das auch beschlossen wurde. Auch das in Landeshand oder zumindest mit großer Beteiligung des Landes. Das heißt, zumindest in diesen zwei Feldern Wirtschaft und Forschung bzw. Bildungspolitik habe ich durchaus auch Positionen auf Landesebene, die auch auf Landesebene angegangen werden müssen. Ich habe eine Frage an den ersten Kandidaten. Du hast gesagt, dass du dich anfangs, dass du ganz rechts, super rechts warst am Anfang. Und das finde ich sehr interessant und verstehe es nicht ganz. Was hat dich denn damals motiviert und weshalb warst du da? Ich habe damals in Hessen gewohnt und damals war es in Hessen, wenn man als ziemlich junger Mensch provozieren wollte und aufrücken wollte gegen die Eltern oder Großeltern, war das nicht sehr wirkungsvoll, das in der linken Szene zu machen, weil das in meinem Wohnort sehr normal war. Also wollte ich ein bisschen unnormal sein. Also ich gebe ja zu, dass ich völlig auf dem falschen Dampfer gewesen bin. Ganz besonders in den Jahren 1983 bis 1985. Danach hat sich das etwas abgemildert, da war ich nochmal 3 Jahre in der Piratenpartei, ich war 3 Jahre bei den Republikanern in den 80er Jahren und dann hat sich das in den 90er Jahren in Luft aufgelöst. Also da habe ich mit der rechten Partei nichts mehr zu tun gehabt und habe die ÖDP bei vielen Aktionen unterstützt, bin aber nicht eingetreten und seit den 90er Jahren habe ich mit der braunen Szene absolut nichts am Hut und seit Jahren bin ich auch jetzt in dem Arbeitskreis Piraten gegen Rechtsextremismus und ich poste ständig Bücher von Neonazi-Aussteigern kreuz und quer durch Facebook, damit möglichst viele das lesen. Also das ist für mich ein großes Anliegen, Leute insgesamt, besonders für meine eigenen Kinder, ich habe 4 Kinder, 3 große Söhne, bin sehr froh darüber, dass keiner von denen nach rechts neigt und ich würde auch alles tun, um sie davon abzubringen, wenn ich es könnte. Aber sie sind zum Glück alle eher auf der Welle von der Piratenpartei, wenn überhaupt politisch. Danke. Michelle? Wer von euch hat die Piratenpartei schon mal offiziell öffentlich präsentiert? Haben wir eine Rede gehalten? Was habt ihr da gemacht? Umgekehrte Reihenfolge? Und könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das auch weitermacht? Ich bin in den letzten Jahren relativ oft und regelmäßig bei Podiumsdiskussionen gewesen, rund um das Thema Urheberrecht. Habe mich da laut Zeugenberichten auch ganz gut geschlagen, auch eben direkt in direkter Gegenüberstellung mit dem politischen Gegner. Ich habe 2-mal eine Rede beim politischen Aschermittwoch der Piraten gehalten. Ich war hier vor einigen Monaten bei dem Piraten-Talk, den wir hier in der LGS von den Trailer-Piraten organisiert bekommen haben.
Ja, ich war im Bundestagswahlkampf auch einige Male bei Infoständen, aber mein öffentliches Profil ist halt eher solche Podiumsdiskussionen, direkte Auseinandersetzungen, Talkrunden, und da habe ich auch einiges an piratenverwandte Erfahrungen mitzunehmen, und ich denke, dass das auch im Weiteren ganz gut klappen wird. Also, ja, ich habe so die Münchner Piraten gegen rechts versucht mitzuorganisieren und gehe dazu in Bündnistreffen von München ist Bund für die Piratenpartei und hatte eben, wie schon gesagt, meine Rede gehalten auf der Hanftagsdemo und werde das sicherlich nächstes Jahr vermutlich auch wieder machen. Das war es bis jetzt. Also ich hatte ja noch keine Funktion in der Piratenpartei, deswegen konnte ich sie nicht offiziell repräsentieren. Aber ich habe von 2010 bis 2012 an der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing studiert und mich dort immer als Pirat zu erkennen gegeben. Und gerade bei Vorlesungen und Diskussionen zum Thema Urheberrecht habe ich allerdings meine Position stark vertreten. Ich bin auch für eine Reform des Urheberrechts, aber ich vertrete nicht die offizielle Linie der Piratenpartei im Hinblick auf das Urheberrecht. Ich bin seit 24 Jahren für den Buchhandel und für den Verlagsbereich zuständig, und ich kann den Autoren und den Verlagen das nicht antun, das Urheberrecht anzuzweifeln. Deswegen habe ich dort gesagt, ja, ich bin Pirat, ich bin überzeugter Pirat, aber in diesem Punkt stimme ich mit der Piratenpartei nicht so ganz überein. Jetzt wurde gerade Gummibärchen gefunden. stimmt auch wieder. Welche Proxy-Frage denn zuerst? Achso, jetzt kamen ja gerade einige Vorwürfe, und insbesondere an dich, Flo, und dich, Boris, beziehungsweise an dich eher positiv, an dich negativ. Fairness halber würde ich auch dich kurz um eine Stellungnahme bitten. Also euch alle drei kurz zu einer Stellungnahme. Zu dem Vorgang zum Thema AV, genau. Ich weiß nur, was in der Homepage gestanden ist, beziehungsweise diese Hintergründe habe ich erst vor ein paar Tagen nochmal durchgelesen. Ich kann dazu nichts Genaues sagen. Mir ist damals bei der Versammlung nicht aufgefallen, dass hier irgendwelche möglicherweise U-Boote mit abgestimmt haben. Habe ich nicht erkannt. Okay, und jetzt euch beide als direkt genannte. Ja, ich wurde ja, also mein Name ist übrigens Florian Dominik, ne? Ich muss sagen, ich bin ein bisschen geschockt. Ich will jetzt zu allem, was du gesagt hast, ist hier, glaube ich, nicht der Raum, nicht Stellung nehmen, aber weil du mich ja persönlich doch angegriffen hast, will ich kurz dazu was sagen, dass in puncto, ich hätte mich falsch verhalten. Also wofür ich stehe, und deswegen, ich finde es auch unglücklich, aber diese Wiederholung, ich stehe für Offenheit und Transparenz, und das versuche ich auch selbst so zu handeln. Und ich habe dich bereits am Tag der Aufstellungsversammlung persönlich angesprochen und dir vorgeworfen, dass du ortsfremde Leute aus deiner Jungen Union-Vergangenheit hier eingeschleust hast, die nicht wirklich hier wohnen. Und ich habe dir auch bei einem Gespräch, und deswegen finde ich es noch viel krasser, bei einem Gespräch auf dem Stammtisch, da haben wir uns fast 2 Stunden unterhalten, das Gespräch fand ich sehr offen und auch sehr nett, da habe ich dir auch vorgeschlagen, wenn du diese Freunde, die du zur Aufstellungsversammlung mitgebracht hast, nochmal für einen Abend organisierst, schmeiße ich eine Runde Essen, Trinken für alle, und wenn ich mich davon überzeugen kann, dass die wirklich hier wohnen, hätte ich mich öffentlich entschuldigt und deine Wiederwahl befürwortet. Auf dieses Angebot, das ich dir gegeben habe, bist du nicht eingegangen. Demnach muss ich davon ausgehen, dass der Vorwurf, dass du ortsfremde Leute eingeschleust hast, stimmt. Und deswegen bin ich auch unabhängig davon, wer heute gewählt wird, bin ich froh, dass der Landesvorstand es wiederholen lassen hat. Ansonsten ist es eine relativ selektive Sache, die du hier vorhin genannt hast. Ich bin menschlich sehr enttäuscht von dir, Dominik. Ja, also ich möchte zuerst mal mich bei Dominik bedanken für seine Empfehlung, bevor ich hier Verschwörungstheorien die Runde machen. Das war nicht abgesprochen, also ich wusste davon im Vorfeld nichts, deshalb einfach danke. Ich habe mich tatsächlich sehr zurückgehalten. Ich war alles andere als glücklich nach der letzten Aufstellungsversammlung, sowohl aus dem nachvollziehbaren Grund, dass ich nicht gewählt wurde, als auch ob des Ablaufs der Versammlung. Ich habe es aber letztendlich zusammengefasst, wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wenn wir eine so geringe Mobilisierung nur hinbekommen, dann
passiert sowas und ich habe auch keinen Grund gesehen, da irgendwelche formelle Zweifel zu erheben und habe mich dann eigentlich für einen guten Monat aus der ganzen Geschichte ausgeklinkt und war eigentlich relativ überrascht Mitte Dezember, als es dann geheißen hat, ja, es ist ja beschlossene Sache, dass es wiederholt wird. Ich will die Chance nutzen, dass ich heute mehr Menschen überzeugen kann, mich zu wählen. Und wie gesagt, ich habe mich mit der Geschichte und auch mit den Gründen für die Wiederholung nicht wirklich befasst. Also ich habe es dann hingenommen als eine für mich glückliche zweite Chance. Aber ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie tiefer reinarbeiten und reinschmeißen. Also das ist, wir warten halt dann noch das Urteil des Schiedsgerichts ab, aber so oder so, die Sache ist für mich vorbei. Ich hätte nochmal eine Frage an den ersten Kandidaten, weil ich die Antwort bei den anderen zwei schon kenne. Wir haben jetzt Wahlkampf 2013 und die Organisation und die Aktivitäten haben schon alle begonnen, schon letztes Jahr. Jetzt habe ich dich bei den Treffen für den Wahlkampf und die Wahlkampforganisation nicht gesehen. Und jetzt würde ich gerne wissen, du kandidierst ja für den Landtag, für die Landtagswahl 2013, was du dafür den Wahlkampf speziell gemacht hast, weil dafür wollen wir dich ja wählen, dass du hier für uns im Wahlkampf präsent bist und aktiv bist und viel machst. Was hast du da bis jetzt gemacht und warum warst du bis jetzt noch nicht bei diesen ganzen Organisationstreffen diesbezüglich? Also ich habe bis zum Oktober berufsbegleitend studiert, das heißt, ich habe schlicht keine Zeit gehabt. Und habe im November angefangen, mich beruflich auf neue Füße zu stellen. Und seit der letzten Versammlung bis heute hat sich meine berufliche Situation positiv zugespitzt, sodass ich jetzt sagen kann, es funktioniert, was ich mache. Und ich kann meine Zeit relativ frei einteilen. Ich kann sagen, heute Abend arbeite ich bis 23 Uhr und am Sonntag arbeite ich und am Montag mache ich Wahlkampf und am Dienstag mache ich Wahlkampf. Ich kann meine Zeit jetzt viel freier einteilen als früher. Und ich würde natürlich als Kandidat sofort voll einsteigen und alles mitmachen. Die Frage ist ja, warum hast du noch nicht eingeklinkt, weil Wahlkampf hängt ja davon ab, dass du die Leute kennst, dass du weißt, wer wo was macht und wer inwieweit was macht. Hast du die Protokolle oder irgendwas nachgelesen von den Treffen, die es gab bis jetzt? Bis jetzt hatte ich dafür keine Zeit, aber jetzt habe ich dafür Zeit. Okay. Ja. Danke. Flo, Michelle. Eine Frage aus der AG 60 Plus. Ihr könnt euch denken, um was es geht. Im Januar bzw. auch Februar sind einige Infostände geplant, jetzt auch im Speziellen zum Volksbegehren und danach auch allgemeine Infostände, was fließend in den Wahlkampf übergehen wird. Inwiefern könnt ihr euch für Infostände begeistern? Seid ihr auch vor Ort? Genau, an alle drei Kandidaten bitte. Also ich muss ehrlich zugeben, dass Infostände jetzt nicht mein Lieblingswahlkampfvehikel sind, weil ich auch aus der Erfahrung, also dass zumindest jenseits der heißen Wahlkampfphase, sind Infostände von einem Verhältnis Aufwand zu tatsächlichem Nutzen nicht so das Optimale. Im Wahlkampf selber, genauso wie das 2009 schon war, bin ich auch oft bei Infoständen unterwegs und bin auch gerne im Kontakt mit den Interessenten, mit den Bürgern. Unsere Infostandstrategie wird sich ohnehin ändern müssen, weil vor 3 Jahren kannte uns noch niemand und da war wirklich die Hauptsache, dass wir dastehen mit einer Piratenparteiflagge und dass die Leute das anschauen und sagen, aha, Piratenpartei, ja, was ist denn das überhaupt? Mittlerweile geht es wirklich mehr um die inhaltliche Arbeit, um die Überzeugungsarbeit. In dem Rahmen werde ich mich auch bei Infoständen anbringen. Ich muss halt schauen, wie das zeitlich hinhaut und auch wie das im Verhältnis jetzt zu anderen Wahlkampfveranstaltungen sich benimmt. Aber grundsätzlich, also ich habe Infostände gemacht, ich kann Infostände und ich mag das auch gerne. Bloß halt, wie gesagt, das Kosten-Nutzen-Faktor ist mir bei Infoständen nicht immer optimal. Das heißt, manchmal entscheide ich mich einfach dafür, was anderes in der Partei zu tun, von dem ich einfach einen höheren Nutzen erwarte.
Ja, mit dem Volksbegehren geht es ja ab dem 17. Januar los. Ich finde das unheimlich wichtig. Ich habe mich auf die Liste, die Ed Alrum geschickt hat, noch nicht eingetragen, weil ich zeitlich relativ flexibel bin und Vormittage oder Nachmittage übernehmen kann, bei denen zu wenig Leute sind. Habe aber vor, auf jeden Fall spätestens jeden zweiten Tag Unterschriften zu sammeln, weil wir brauchen 1 Million Leute und das ist eine Riesenaufgabe. Zu den Infoständen der AG 60 Plus, muss ich sagen, war ich leider noch nie auf einem. So ein bisschen ähnlich wie Boris, weil ich finde, noch hat die wirklich heiße Phase des Wahlkampfs nicht angefangen. Und da finde ich jetzt auch Strukturarbeit, sei es in der Antragskommission, wo Boris auch mitarbeitet, oder beim Programmerschreiben, die wir beide auch eingereicht haben, finde ich noch wichtiger. Wenn es aber einmal das Wahlprogramm steht, dann werde ich auch öfter bei der AG 60 Plus auf den Infoständen sein. Also ich bin ja im Herbst 2011 erst nach München gekommen und war im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen bei der Piratenpartei aktiv. Wir haben keinen Kreisverband gehabt, aber ich war an jedem Infostand und war in jedem Stammtisch. Manchmal waren wir nur zu dritt, manchmal zu viert. Und in letzter Zeit habe ich weniger an Infoständen teilgenommen und das wird natürlich im Wahlkampf dann wieder öfter passieren. Ich muss natürlich meine Zeit so einteilen, dass ich noch Geld verdiene und Unterhalt für 4 Kinder zahle. Das ist nicht so einfach. Aber bei mir sind Vormittage eher möglich, dass ich teilnehme als Abend oder Nachmittage. Und ich werde sicher im Wahlkampf dabei sein. Ob ich jetzt die nächsten 2 Wochen viel Zeit finde für den Infostand, das kann ich jetzt noch nicht versprechen. Aber im Wahlkampf, in der heißen Phase, da werde ich auch ganz viel Zettelaktionen in Briefkästen machen, also in den Wohnblockgebieten. Das ist eigentlich meine Spezialität, tausende von Zetteln in Briefkästen zu verteilen. Der Infostand ist eigentlich, habe ich schon oft gemacht, sehr oft, aber ist nicht so sehr meine Stärke eigentlich. Ich wollte auch nicht so sehr mein Gesicht in das Visier von Leuten stellen, die mir meine Vergangenheit ständig vorhalten. Deswegen habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten. Auch. Aber es hat sich, glaube ich, inzwischen totgeredet, das Thema. Könnt ihr mir bitte 1-2 Themen aus dem Wahlkreis hier nennen, aus dem Wahlkreis, die jetzt aktuell sind? Probleme im Wahlkreis 104. Lokal. Kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich am Rand vom Wahlkreis wohne, im Stimmkreis. Ja, ich wohne im Bezirk Neuhausen-Nymphenburg und interessiere mich auch hauptsächlich für diesen Bezirk. Leider gehört meine Straße zum Stimmbezirk Wilbertshofen. Da habe ich früher mal gewohnt, vor 30 Jahren, ein paar Jahre lang, in der Lechenauer Straße. Aber mir ist Wilbertshofen, muss ich zugeben, nicht so sehr vertraut, weil eben meine Straße zwar zum Stimmkreis gehört, aber nicht zum Stadtbezirk. Also ich kann nicht viel dazu sagen. Na gut, seit kurzem wohne ich hier ums Eck, mitten in Wilbertshofen. Jetzt ist es bestimmt falsch, aber Wilbertshofen ist, sag mal, innerhalb München, wir sind da auf einem relativ hohen Niveau, aber innerhalb Münchens ist Wilbertshofen am Hart einer der Problembezirke, in Anführungszeichen, wo jetzt noch tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen Bezirken, wo man das noch weniger kennt, eher Arbeitslosigkeit noch ein Problem ist oder Altersarmut im Speziellen, sind natürlich allgemeine soziale Probleme, die man überall hat, ist, glaube ich, aber in Wilbertshofen häufiger als in reicheren Bezirken im Rest von München. Ja, ich habe zu dem, was Flo gesagt hat, noch das zweite Thema, das hier aktuell ist, hinzuzufügen. Wilbertshofen hat vergleichsweise einen hohen Ausländeranteil. Das heißt, die ganze Problematik und der Dunstkreis um Migrationspolitik, auch Asylpolitik, ist hier auch aktueller als vielleicht in Bogenhausen oder anderswo in München. Ich muss halt dazu noch sagen, diese Frage hat sich bei den Aufstellungsversammlungen irgendwie eingebürgert. Vielleicht auch von meiner Initiative wegen der Stammstrecke in Bogenhausen, aber wir sind hier im Landtagswahlkampf und wir stellen uns für den Landtag auf. Das heißt, es gibt sicherlich kommunale Belange, die man in Wilbertshofen auch als Partei angehen kann. Wir müssen uns sicher als Direktkandidaten da reinarbeiten und auch auf diese kommunale Belange eingehen, um Präsenz zu zeigen. Aber es ist nicht Aufgabe eines Landtagsabgeordneten, direkt in die Kommunalpolitik einzusteigen. Dafür ist der Bezirkstagsabgeordnete, den wir heute auch wählen werden, beziehungsweise dann die Stadträte und die kommunale Selbstverwaltung zuständig. Das heißt also, ich bitte erwartet nicht, dass ein Landtagskandidat sich wirklich in jede kommunale Angelegenheit in seinem Stimmkreis sich tief einarbeiten muss.
Danke, dann Büschel. Die Frage kam vorhin über Twitter. Bist du, Boris, Mitglied im Frankfurter Kollegium? Und der Flo hat ja schon ein bisschen erklärt, was er darüber denkt. So ein bisschen, was denkst du denn darüber? Also das würde jetzt den Rahmen der Ausstellungsversammlung sprengen und ich habe ohnehin vor, da so noch einen längeren Blogpost loszulassen. Also um es wirklich kurz zu fassen, ich unterstütze die inhaltliche Positionierung des Frankfurter Kollegiums voll und ganz. Das ist eine genau diese freiheitliche Positionierung, die ich mir von den Piraten erwarte. Als ich das Manifest des Frankfurter Kollegiums gelesen habe, da habe ich mir gedacht, das muss eigentlich jeder Pirat unterschreiben können, der ein Pirat ist. Es hat sich herausgestellt, dass das auch falsch ist, dass es durchaus Piraten gibt, die das so nicht unterschreiben. Aber also meiner Meinung nach ist diese Ausrichtung, also an diesem zugegebenermaßen sehr allgemein gehaltenen Manifest, wirklich der Kern der Piratenpolitik. Ich bin allerdings nicht Mitglied im Frankfurter Kollegium und habe es auch nicht vor, weil das Frankfurter Kollegium in seiner Struktur, in seiner Gründungsphase und das, was wir jetzt beobachten in seiner Postgründungsphase, in der es sich sehr aktiv selbst zerfleischt, also da gab es jetzt schon wieder die erste Austrittswelle, auch die Gründung, als die meisten Piraten darüber über die Presse erfahren haben, auch die Statuten, also die Satzung, die dem Vorstand sehr viele Rechte und Möglichkeiten einräumt, die eine Mitgliedschaftsprüfung macht nach undefinierten Kriterien, die irgendwie als das Hauptproblem die Trolle definiert, obwohl da die Hälfte von der Mitgliederliste selber Trolle sind. Also ich habe zu viele Probleme und Bauchschmerzen mit dem Frankfurter Kollegium als Organisation, als dass ich es offen unterstützen oder eintreten würde. Wie gesagt, ich sehe die inhaltliche Positionierung als absolut richtig und deshalb tut es mir auch so weh, dass sich das Kollegium jetzt selbst zerfleischt, weil wir brauchen einen Anlaufpunkt für Piraten, die eben auf dieser liberalen, auf dieser freiheitlichen Schiene unterwegs sind. Das Kollegium hätte es sein können, so müssen wir uns was anderes einfallen. Ich höre auch noch Michael. Michael. An den ersten Kandidaten, du hast vorher gemeint, dass du die Urheberrechtspolitik der Piratenpartei nicht so unterstützt, obwohl du es auch verändert haben willst. Was für Veränderungen willst du vor? Ich möchte, dass der bürokratische Wasserkopf abgebaut wird, der zwischen den Künstlern und den also der die Künstler praktisch nur einen Teil zukommen lässt von den Tantiemen, die ihnen zustehen. Also ich bin sehr kritisch der GEMA gegenüber und auch dieser Organisation, die den Autoren Pensionsbeiträge zufließen lässt, weil, ja, also EG-Wort, genau. Es ist für mich ein Unding, wenn ich eine Diplomarbeit schreibe und gehe dann in einen Copyshop und lasse es kopieren und binden und ich muss dann eine Abgabe zahlen dafür, dass andere dann mehr Rente kriegen, weil ich habe diese Diplomarbeit selbst geschrieben und muss dafür nichts bezahlen. Also ich sehe das Urheberrecht, so wie es jetzt zurzeit verwaltet wird, sehr kritisch, aber das Urheberrecht als solches halte ich für wichtig, weil ich den Künstlern nicht die Butter vom Brot nehmen will. Inklusive der verschiedenen Eigenheiten und des Rahmens, also wie weit es geht, zum Beispiel Fristdauern von 70 Jahren nach dem Tod des Künstlers. Also das Urheberrecht, damals verlängert worden ist, das ist ja nun eindeutig darauf zurückzuführen, dass man dieses grauenhafte Buch Mein Kampf noch länger in die Zukunft schieben wollte, dass es freigegeben wurde. Denn früher galt ja 50 Jahre als die Frist und 1995 wurde das geändert in 70 Jahre. Man wird es irgendwann vielleicht mal auf 100 Jahre ausdehnen. Also meiner Ansicht nach werden 50 Jahre angemessen und 70 Jahre entschieden zu viel. Ich bin nicht der Meinung, dass die Urenkel unbedingt das davon leben müssen, von den Leistungen ihrer Urgroßeltern. Aber für die aktuell lebenden Künstler halte ich schon wichtig, ich bin selber in der Künstlersozialkasse pflichtversichert und ich bin froh, wenn ich irgendwann mal eine Rente kriege. Ich bin als PR-Texter und als Lektor auch abhängig davon, dass die Künstlersozialkasse mir eine Rente zahlt irgendwann. Aber das Urheberrecht als solches will ich nicht antasten, ich möchte nur, dass es liberalisiert wird und ich möchte, dass die Strafen, die unverhältnismäßig hoch sind,
Und die Zugriffsmöglichkeiten auf Eltern, wenn Kinder irgendwelche Musikaufnahmen tauschen im Internet, ohne dass die Eltern das wissen, dass die Eltern da belangt werden können, das müsste deutlich abgemildert werden. Also ich finde es unmöglich, dass man ganze Familien ruiniert, bloß weil ein 12-, 13-Jähriger Musik getauscht hat. Das sind Sachen, da würde ich dran arbeiten. Aber insgesamt, dass ein Autor, der ein Buch geschrieben hat, das Recht darauf hat, dieses Buch ganz alleine als sein geistiges Eigentum zu betrachten, das halte ich schon für wichtig. Das sieht jeder Autor, glaube ich, auch so. Michelle? Ich war auch mal. No. Ja? Okay. Flo vorher. Oder? Okay. Wir haben ja eigentlich recht wenig Hürden, um irgendwelche Aktionen oder sowas zu machen. Jetzt hat der Dominik erzählt, dass er bei seiner Christbaumaktion recht behindert worden ist. Was haltet ihr von der Aktion und wie würdet ihr sowas machen bei der, also jetzt speziell bei der Piratenpartei, sowas initiieren? Oder allgemein Wahlkampfaktionen und jetzt speziell bezogen auf diese Aktion? Was ist eurer Meinung nach richtig oder falsch gelaufen? Also wie gesagt, ich habe mich da aus der ganzen Sache rausgehalten, deshalb kenne ich jetzt auch nur die Darstellung von Dominik. Wir hatten zumindest mal das allgemeine piratige Mandat, das da heißt Mach's. Wir haben außerdem, also zumindest bis die Aufstellungsversammlung nicht annulliert ist, Dominik als gewählten Vertreter, das heißt, der könnte auch mit voller Legitimation als offizieller Vertreter der Piratenpartei eine Aktion durchführen. Das braucht meines Erachtens keine Legitimation durch den Vorstand. Das sehe ich auch für die anderen Direktkandidaten genauso. Ein Direktkandidat hat letztendlich keine geringere Legitimation als jetzt der Kreisvorstand und ist für seinen Stimmkreis verantwortlich, ist für Wahlkampfaktionen in seinem Stimmkreis verantwortlich und braucht dafür jetzt nicht zwingend das Okay vom Kreisvorstand oder von irgendwelchen Vorständen auf höherer Ebene. Es ist natürlich so, dass sich die Arbeit am besten vernetzt machen lässt. Das heißt, es werden ja auch diese Wahlkampf-Orga-Treffen organisiert. Die Direktkandidaten und alle, die auch am Wahlkampf mitmachen, und da ist es sehr wichtig zu sehen, es sind nicht nur die Direktkandidaten, die im Wahlkampf stimmen. 8 Leute für ganz München oder sogar 20 Leute für ganz München können keinen erfolgreichen Wahlkampf führen, sondern jeder Direktkandidat ist angewiesen auf alle Piraten in seinem Stimmkreis, dass sie auch bei den Aktionen mitmachen. Das heißt, Vernetzung ist wichtig, es ist auch bei vielen Sachen hat der Vorstand oder der Kreisverband oder der Bezirksverband einfach bessere Vernetzungsmöglichkeiten, mehr Ressourcen zur Verfügung, dass die da auch mit einbezogen werden sollten. Und die Idealvorstellung wäre, dass eben dieses gesamte Wahlkampfteam zusammen mit den entsprechenden Vorständen der Gliederungen an einem Strang zieht. Und dieser Strang ist, dass die Piraten einen geilen Wahlkampf machen und dass wir auch in den Landtag kommen. Wie gesagt, also in Detail zu dem Vorfall mit den Christbaum-Aktionen will ich mich nicht äußern, weil ich einfach nicht die Informationen dazu habe. Also ich bin auch ein großer Fan vom piratigen Mandat. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich jetzt nicht unbedingt vorstandshörig bin. Das heißt, dass der Vorstand jetzt eine Aktion absegnen muss, finde ich auch Blödsinn. Wenn das nach dem piratigen Mandat kann man gerne Sachen machen. Allerdings, wer das piratige Mandat gelesen hat, ich glaube, da steht am Anfang auch, du hast eine Idee, geil, stell sie ein paar anderen Leuten vor, hol dir Feedback. Und da muss ich sagen, fand ich es bei der Christbaum-Aktion auch schwierig, weil das Feedback, das ich mitbekommen habe, war schon eher negativ, war auch ein Grund, dass es einfach als CSU-Aktion mehrere Jahre lang als CSU-Aktion lief und dass es halt Kritik gab, inwieweit es jetzt als Piratenaktion wahrgenommen wird und noch dazu, wenn bekannt ist, dass die Aufstellungsversammlung wiederholt wird, dann trotzdem ein paar Tage vorher Briefe loszuverschicken, kann man machen, Mai, ich hätte es nicht gemacht. Also ich finde die Christbaum-Aktion jetzt nicht schlecht, aber ich halte sie auch eher für, nach meiner Erfahrung, ich war ja auch in ganz frühen Jahren mal in der Jungen Union, vor meiner schlimmen Zeit, also ist eine typische JU-Aktion und keine typische Piratenaktion und wird, glaube ich, die Herzen der Wähler nicht erreichen. Die Leute, die wollen eigentlich nur, dass ihr Baum wegkommt und der Baum kommt auch weg. Das ist meistens von den Hausmeistern ganz gut organisiert gewesen. Ich glaube, dass niemand darauf angewiesen ist, dass die JU oder die Piraten oder sonst irgendeine Partei Christbäume entsorgt.
Ich halte die Aktion also eigentlich für ja, überflüssig zumindest. Dominik? Ja, nur ein Kommentar. Also, wenn es so wäre, wären es vor 4 Jahren keine 1000 Anmeldungen gewesen und Leute, die auch 4 Euro dafür zahlen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde gerne den Florian was fragen. Ja. Du hast vorhin gesagt, wir hatten auf dem Stammtisch ein sehr nettes Gespräch. Das stimmt auch absolut. Ich habe dann danach deine Korrespondenz mit dem Landesvorstand gelesen. Die ich dir geschickt habe, ne? Also die du mir 2 Wochen nachdem du es dem Landesvorstand geschickt hast, auch mir geschickt hast, so viel zum Thema Transparenz. Die habe ich ja vorhin zitiert. Du hast da um eine Wiederholung der Versammlung gebeten und ich habe dich zitiert mit: Die Veranstaltung lief streng nach dem Wahlgesetz ab. Es gibt formal nichts zu beanstanden. Allerdings ist es fraglich, ob das Ergebnis im Sinne der Piratenpartei ist. Und weiters gehst du dann noch auf den Kleidungsstil von Leuten ein. Zitiere ich dich da richtig oder ist das jetzt frei erfunden, was ich erzähle? Und was mich als zweites noch interessieren würde, zum Thema frühere Parteimitgliedschaften, siehst du das so, dass Leute, die früher in der konservativen Partei waren, auch wenn das unter Umständen schon 8 oder 9 Jahre her ist, anders zu behandeln sind als Menschen wie zum Beispiel unser Bundestagsspitzenkandidat in Bayern, der Bruno Kramm, der noch bis Januar 2012 Mitglied der Grünen war? Warum wird so jemand nicht in der Zeitung angegangen und warum werden Landtagskandidaten einen Tag vor einer Ausstellungsversammlung mit einem Artikel in der Süddeutschen Vorpommern demontiert? Findest du nicht, dass es da eine gewisse Ungleichbehandlung beim Thema frühere Parteimitgliedschaften gibt, weil wir haben ja hier schon ziemlich viele Leute, die schon früher mal in der Partei waren? Also ich grüße die Menschen am Stream und hoffe, dass sie genug Popcorn dabei haben. Zu dem Brief finde ich ein bisschen unfair. Ich habe dir das aus Transparenzgründen geschickt. Ich möchte richtigstellen, ich habe keinen Antrag beim Landesvorstand gestellt. Das habe ich dir auch in dem Brief geschrieben. Ich habe nach der Aufstellungsversammlung, war ich ein bisschen angesäuert, habe auch direkt am Tag danach meine in einer sehr langen E-Mail meine Sicht der Dinge dargestellt und habe die an den Landesvorstand gebeten, mit der Bitte, sich zu erkundigen, auch bei dir, bei anderen Leuten, weil diese Veranstaltung nicht ganz sauber ablief. Auf meinen Vorwurf, dass du ortsfremde Leute mitgeschafft hast, stehst du ja noch nicht. Zitat und jetzt das Zitat ist natürlich richtig. In meiner längeren Mail, ja, habe ich natürlich gesagt, und das ist ja auch immer noch, aus meiner Sicht ist formal nichts zu beanstanden, sondern du hast alte Freunde aus der Jungen Union, die nicht hier gewohnt haben, reingeführt. Das war formal nicht zu beanstanden, moralisch nicht in Ordnung. Deswegen bin ich der Meinung, dass das damalige Ergebnis nicht im Sinne der Piratenpartei war. Und dieses Kleidungsoutfit ist, muss ich mich entschuldigen, ist leider auch richtig. Das war aus einer längeren E-Mail ein kleiner Satz. Ich weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Das hat meine damalige Eindrücke geschildert, als ich hier stand und gemerkt habe, okay, da sitzen Leute, die ich noch nie gesehen habe. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Menschen nach der Kleidung zu beurteilen, ist nicht in Ordnung. Und das war auch nicht in Ordnung von mir. Und aber wie gesagt, das war eine längere E-Mail. Nachdem du die angesprochen hast, poste ich die morgen auf meinen Blog, dann können es alle lesen. Das Zitat stimmt, natürlich. Und die zweite Frage, also warum die SZ einen Artikel schreibt, weiß ich nicht. Also ich habe nicht geschrieben, es waren auch nicht meine Connections. Und ich denke, alle Leute haben eine Chance verdient, wir sind eine Mitmachpartei, ja, unabhängig von den bisherigen Parteimitgliedschaften. Und wir haben viele Leute, die vorher bei der Jungen Union waren, wir haben viele Leute, die vorher bei den Grünen waren oder bei den Linken, finde ich alles vollkommen in Ordnung. Aber in dem Artikel in der Süddeutschen ging es ja nicht per se darum, da war jemand vorher in der Jungen Union, sondern da ging es darum, da war jemand vorher in der Jungen Union, ihm wurden Betrugsvorsuche vorgeworfen, weshalb ein Ortsverband aufgelöst wurde. Und ich glaube, nur deswegen gab es einen Artikel und deswegen hat das nichts mit der vorherigen Parteimitgliedschaft zu tun, sondern mit vorherigen krummen Dingern, die gelaufen sind. Ah.
eine Trollfrage, aber durchaus mit ernstem Hintergrund. Kam auch schon auf dem Landesparteitag mal zur Frage. Man fragt generell nur Frauen danach. Ich mache es jetzt mal umgekehrt und frage euch, was sagt ihr zur Quotenfrage, zur Quotierung von Listen und der Situation von Frauen in der Partei? Aber bitte kurz. Also ich habe bei den letzten Vorstandswahlen, zum Beispiel vom Kreisverband, ganz gezielt weibliche Kandidaten gewählt und unterstützt und bin froh, dass sie gewählt wurden. Ich halte nichts von einer Quotenregelung, sondern ich halte was davon, geeignete weibliche Kandidaten nach Kräften zu unterstützen und nach oben zu wählen. Aber eine Quotenregelung, nur weil jemand eine Frau ist oder ein Mann ist, das hat für mich keine Bedeutung. Wenn ich eine geeignete Frau sehe, die sich bewirbt, dann hat die meine Stimme und die Männer kriegen von mir keine Stimme. Das ist meine Einstellung. Wann ist denn eine Frau geeignet und dann auch? Ja, wenn sie zum Beispiel aus dem Bereich Pen-Club, Autoren und Verlagswesen kommt und ähnliche Ziele hat wie ich, dann habe ich sie unterstützt. Ja. Ja. Kennen wir so jemanden? Also es gibt keine klare Zahlen, weil wir es geschlechtlich erfassen, aber so je nach Umfrage, die durchgeführt wird, wird der Frauenanteil in der Piratenpartei Bayern auf 10-20% geschätzt und 20 ist schon eine positive Schätzung. Das heißt, ich glaube, es macht einfach keinen Sinn, hier innerparteilich Quoten einzuführen und noch dazu halte ich Quoten auch nicht für sinnvoll, weil wenn braucht es keine Frauenquote, sondern eine Feministenquote, weil wenn nachher Frauen wie Christina Schröder oder von der Leyen oben sitzen, ich glaube, da ist auch der Frauenbewegung nichts geholfen. Aber ich bin gegen Quoten. Was ich aber dann sagen muss, ist die Frage halt, wie schaffen wir es, mehr Frauen für die Partei zu begeistern. Das ist halt so dahergesagt, das ist nicht einfach. Aber wer im Pirate Feedback hat, zum Beispiel Tina aus der Oberpfalz, hat so einen Game-Changer-Antrag gestellt mit verschiedenen Ideen, dass man sagt, man versucht das Politische so zu gestalten, dass halt die Strukturen einladender sind und nicht mehr so männlich geprägt. Finde ich eine gute Sache, auch wenn ich leider die Patentlösung nicht habe. Ja, ich bin auch strikt gegen Quoten, sowohl in der Partei als auch außerhalb der Partei. Bin deshalb auch ein bisschen entgeistert, dass in den letzten Monaten immer wieder das Thema aufkommt, wir immer wieder in die Nähe von irgendwelchen Quotenregelungen gerückt werden. Ich hoffe, dass die entsprechenden Anträge auf dem Landesparteitag diesbezüglich Klarheit schaffen. Ansonsten, es gibt eine gesellschaftliche Ungleichbehandlung, die heute viel subtiler ist als noch vor 50 Jahren und deshalb oftmals auch viel gefährlicher. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, das eben auch gesamtgesellschaftlich angegangen werden muss. Deshalb nutzen irgendwelche Flickteppichlösungen. Wir machen jetzt in unserer Partei, in unserer Organisation, in unserem Kreisverband irgendwelche Sonderregeln. Das bringt die Lösung des Problems keinen Deut näher. Ich habe auch immer große Bauchschmerzen mit diesen Behauptungen, ja, wir müssen einladender werden, wir müssen für Frauen attraktiver werden, weil für mich ist das auch eine Form von Sexismus, weil es wird Frauen unterstellt, sie wären alle so kuschelig und flauschig und bräuchten Kuschelkommunikation und so weiter. Ich finde, das ist ein komplett der falsche Weg, weil dadurch unterstützen wir genau die Geschlechtsrollen, die wir eigentlich bekämpfen möchten. Ja, Patentlösungen habe ich auch nicht. Es ist ein wichtiges Thema. Ich würde mir aber oft wünschen, dass es nicht so plump geführt wäre, sowohl in der Partei als auch in der Gesellschaft allgemein, wie es leider oft der Fall ist. Darf ich eine kurze Anmerkung machen? Bitte? Ganz kurz. Also bei mir gilt der Kunst als Ladies First. Das habe ich von meinem Vater gelernt und das gilt auch für mich. Mikro für den Für mich gilt grundsätzlich der Grundsatz Ladies First in der Politik, genauso wie außerhalb der Politik. Und wenn die Piratenpartei insgesamt attraktiver werden will für Frauen, dann müssen die Piraten es lernen, sich gegenüber einer Frau entsprechend zu verhalten, nämlich Ladies First. Aber keine Quotenregel. Weitere Fragen? Gut, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann beschließe ich hiermit die Fragerunde und übergebe an Markus. Gut, dann nochmal die Frage an Dominik. Du hattest deine Kandidatur zurückgezogen und ist es okay, dass du jetzt nicht auf dem Stimmzettel stehst? Okay.
Bloß, dass wir das nochmal geklärt haben. Möchte sonst noch jemand kandidieren oder einen anderen Anwesenden als Kandidaten vorschlagen? Dann wäre jetzt die letzte Möglichkeit, weil dann schließe ich sonst die Kandidatenliste. Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann ist die Kandidatenliste damit geschlossen. Ihr bekommt nachher von mir und Flo hier vorne, gegen, wenn ihr eure Stimmkarte mitbringt, einen Stimmzettel. Der schaut so aus. Ihr habt hier die Namen, drei Namen von den drei Kandidaten stehen. Davor ein rechteckiges Feld, wo ihr euer Kreuz machen könnt. Das Wahlverfahren sieht vor, dass ihr jedem Kandidaten eure Stimme geben könnt. Also ihr könnt einem Kandidaten die Stimme geben, ihr könnt auch zwei Kandidaten die Stimme geben oder wenn ihr auch alle gut findet, auch allen dreien eure Stimme geben. Wenn ihr alle Kandidaten ablehnt, dann bitte bei keinem ein Kreuz machen und den leeren Stimmzettel abgeben. Oder keinen Stimmzettel abgeben, das ist auch eine Möglichkeit. Darf ich? Ja. Also ein leerer Stimmzettel und kein Stimmzettel sind unterschiedliche Sachen. Wenn ihr einen leeren Stimmzettel abgibt, erhöht ihr damit das Quorum. Das heißt, es ist eine Stimme gegen alle. Das heißt, notfalls kann es dazu kommen, wenn mehrere leere Stimmzettel abgegeben sind, dass einfach keiner gewählt wird und wir das dann weiter wiederholen müssen, Stichwahl machen müssen. Wenn ihr gar keine Stimmzettel abgibt, das ist es eine Enthaltung. Das ist bloß, dass das da der Unterschied ist. Okay. Stimmt. Gut, dann können jetzt alle Leute mit Stimmkarte bitte hier vorkommen und bekommen dann einen Stimmzettel ausgehändigt. Danke. Moment, ich muss noch PC starten.
Wir schreiten zur Verkündung des Wahlergebnisses. Oh, okay, damit kommen wir zum Ergebnis. Wir haben 15. Wolfgang, danke fürs Ruhigsein. Okay, wir haben 15 Akkreditierte, es wurden 15 Stimmzettel ausgegeben, es wurden 15 Stimmzettel abgegeben. Davon waren alle gültig und es waren keine leeren Stimmzettel dabei. Auf Kandidat Nummer 1, Michael Krämer, entfielen 2 Stimmen. Auf Kandidat Nummer 2, Florian Deißenrieder, entfielen 10 Stimmen. Auf Kandidat Nummer 3, Boris Turowski, entfielen 8 Stimmen. Damit hat Florian die Mehrheit erreicht und ist gewählt. Und bevor die Gratulation überhaupt nehmen, halt, Flo, du nimmst die Wahl an? Ich nehme die Wahl an. Okay, ich darf die Versammlung fragen. Stopp, es ist noch nicht zu Ende. Hey! Flo! Hier geblieben. Nein! Die Versammlung ist noch nicht beschlossen. Ich darf die Versammlung fragen, bestehen Einwände gegen das Ergebnis? Gedenkt irgendjemand Einspruch einzulegen gegen diese Versammlung? Ja. Dominik möchte Einspruch einlegen. Dominik, bist du Mitglied der Versammlung? Gut. Dann schließe ich hiermit die Versammlung. Und wie spät haben wir jetzt? 3 Viertel, dann geht es 8 Uhr wieder weiter mit dem Bezirkstag. Das haben wir uns hier mitgeschlossen. Okay. Jetzt darfst du. So. Ich darf euch zum zweiten Mal an diesem Abend ganz herzlich im Namen des KV Münchens zur Wiederholung der Aufstellungsversammlung 104 begrüßen. Es geht um die Bezirkstagswahl diesmal. Und ich eröffne hiermit im Namen des Kreisverbands die Versammlung. Ich darf auch hier fragen, bestehen Einwände gegen die Akkreditierung irgendeines Mitglieds? Oder seid ihr der Meinung, dass irgendein Mitglied akkreditiert hätte werden sollen, das nicht akkreditiert wurde? Sie ist wieder nicht der Fall. Die Versammlung braucht einen Versammlungsleiter. Ich würde das wieder übernehmen. Besteht Einverständnis? Gegenstimmen? Danke ich fürs Vertrauen. Geschäfts- und Wahlordnung bleiben gleich, sind die gleichen wie vorher. Bestehen Einwände, Gegenstimmen? Sie ist es nicht der Fall. Die Öffentlichkeit soll wieder zugelassen werden. Wir streamen die Veranstaltung, es werden Fotos gemacht, habe ich vorher gesehen. Es ist tatsächlich immer mit Foto da. Bestehen Einwände? Hier ist es nicht der Fall. Dann brauchen wir einen Wahlleiter und einen Protokollführer. Ich schlage im Personalunion Markus vor. Seid ihr einverstanden? Ja. Gegenstimme? Danke. Markus, du hast die Jobs. Wir benötigen 2 Zeugen, die wieder den ordnungsgemäßen Ablauf der Versammlung sowie, dass auch die Kandidaten ausreichend Zeit hatten, sich vorzustellen, an Eidesstatt bestätigen. Castor, ein 2. Zeuge. Ronald, okay. Wir würden gerne die Redezeit für die Vorstellung der Kandidaten auf 10 Minuten begrenzen. Besteht Einverständnis? Ja. Gegenstimmen? Okay, damit ist die Redezeit auf 10 Minuten begrenzt. Gut, damit werden die Formalien erledigt und ich darf die Kandidaten bitten, zu mir nach vorne zu kommen.
er immer kandidieren möchte. Okay. Achim, bist du im Stimmkreis? Ja, ja. Okay, die Kandidaten schlagen sich selbst vor. Und wir scrabbeln wieder. Oh, ein Wahlhelfer. Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ein Wahlhelfer schöner wäre. TJ, du machst Wahlhelfer, das finde ich gut von dir. Oder? Okay. Wir verwenden zwei Skribbelsteine A und B. A spricht zuerst. Genau. Ich bin dazu verurteilt, immer Arzt zu sein. Ich bin der B-Kandidat. Dann darf ich mich bitten, dich vorzustellen. Gut. Also wer ich bin und was ich bin, habe ich schon gesagt. Ich habe in mehreren Landkreisen außerhalb von München gelebt, im Kreis Erding, im Kreis Ebersberg, im Kreis Miesbach, im Kreis Bad Tölz. Deswegen ist mir dieser Bezirk Oberbayern einigermaßen auch aus der Nähe vertraut und nicht nur München. Und ich kenne durch meine früheren Mitgliedschaften oder Zusammenarbeit mit demokratischen kleineren Parteien, sprich mit der ÖDP und der Bayernpartei und einer gewissen zeitweise auch Nähe zur FDP und den Freien Wählern, auch Leute, die als Kollegen im Bezirkstag in Frage kommen, mit denen man eine Ausschussgemeinschaft bilden könnte. Denn es ist ja eher unwahrscheinlich, dass die Piratenpartei so stark in den Bezirkstag einzieht, dass sie eine eigene Fraktion bilden kann, wie zurzeit die Freien Wähler das haben. Sondern man muss Kollegen finden, mit denen man zusammenarbeiten kann, zumindest indem man sich gegenseitig respektiert und in die Ausschüsse entsendet. Und ich glaube, dass ich gerade mit diesen Leuten, die dort bereits sind, ganz gut zurechtkomme, sprich aus diesen speziell ÖDP und Bayernpartei. Und wenn die FDP wieder schrumpft und keine Fraktion mehr ist, was ich hoffe, dann eventuell auch mit denen. Und dass man innerhalb dieser Ausschussgemeinschaft dann die Positionen der Piratenpartei ganz deutlich herausarbeiten kann. Und in dem Ausschuss, der mir am nächsten liegen würde, also mich zieht es in den Bereich Kultur, auch auf Bezirksebene. Wenn es da was gibt, wäre ich da gerne dabei. Und ich hoffe, dass man das dann auch so auswürfeln kann in einer Ausschussgemeinschaft, dass die Piratenpartei dort vertreten ist. Auf kultureller Ebene geht es mir darum, im Rahmen der Kompetenzen des Bezirks alles zu fördern, was auf regionaler Ebene praktisch existiert an Theater- und Musikszene. Ich weiß, dass es Dinge gibt, die vom Bezirk gefördert werden, und da würde ich gerne darauf Einfluss nehmen, dass das etwas stärker gemacht wird. Ansonsten kann ich im Gegensatz zu meinem Mitbewerber nicht so viel zum Bezirk sagen. Ich weiß, er hat sich gut vorbereitet und kennt sich mit Bezirkstag viel besser aus als ich. Aber ich würde trotzdem gerne kandidieren und das Zuhören nicht länger in Anspruch nehmen. Dankeschön. Ich danke dir. Darf Achim bitten. Dankeschön, ja. Ich greife das gleich vorweg auf. Tatsächlich haben wir uns ja auch alle schon mal vorgestellt, auch ich beim letzten Mal. Ich mag da auch nicht viel von erwähnen. Und wenn ich natürlich die Steilvorlage bekomme, dass von mir gesagt wird, dass ich mich im Bezirkstag bereits ein wenig auskenne, dann nicke ich jetzt mal ganz, ganz freundlich und sehr dankbar. Und erkläre hiermit auch gerne, wann immer wir dann in einen Bezirkstagswahlkampf gehen, erwarte ich, dass wir beide, wer immer von uns beiden auch hier gewählt wird, uns gerne mit einbringen sollten. Und ich würde in jedem Fall auch bitten und die Hand reichen, wir können auch gemeinsam an Bezirksthemen arbeiten, wir können auch gemeinsam das Thema Bezirkstag hier im Wahlkreis vorwärts treiben. Ich kann die Versammlung einfach nur bitten, nachdem wir diese Wahlwiederholung nun haben, einfach auch die Abstimmung als solche zu wiederholen, möglichst vielleicht auch mit dem Ergebnis, das wir beim letzten Mal hatten. Aber ich möchte nicht hier von dem Pult treten, ohne noch mal ein paar ganz kurze, auch persönliche Worte auch noch mal zu richten über das, was die letzten Wochen passiert ist. Ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube, dass das, was die letzten Wochen gelaufen ist, mich persönlich auch sehr mitgenommen hat. Es ist nicht, also an dem Tag, als ich hier beim letzten Mal vorne stand und gesagt habe, ich kandidiere für den Bezirkstag, war ich ja extrem motiviert, habe gedacht, jetzt rocken wir das Brett, jetzt schauen wir mal, was wir hier im Wahlkreis bekommen können. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die nächsten Wochen
anstelle einen Wahlkampf vorzubereiten, nicht damit beschäftigen dürfte, ob es eine Wahlwiederholung gibt und wenn ja, unter welchen Bedingungen und unter welchen Umständen und was und wie und wann und wo. Es ist anders gekommen. Ich hätte es auch ganz gerne, wenn wir schon die Wahl wiederholen müssen, und es war relativ früh klar, dass wir die Wahl wiederholen müssen, aus wirklich strikt aus formalen Sachen, was das Losverfahren etwa angeht, wenn wir es einfach anders hinbekommen hätten, sag ich mal, ohne die entsprechenden Schlammschlacht und was da alles gelaufen ist, schlussendlich alle, wie wir hier sind, als Piraten im Wahlkreis 104, haben wir unter dem, was die letzten Wochen ist, gelitten. Nicht nur emotional gelitten, sondern auch objektiv gelitten. Das hat unser Ansehen im Wahlkreis sicherlich nicht verbessert, was dort passiert ist. An der Stelle geht dann nur die Bitte, lass uns jetzt hier auch nochmal den Bezirkstag, wenn es geht, nochmal bestätigen. Ich stehe wieder zur Verfügung, ja. Ich denke, ich kann, wenn noch Fragen gekommen sind, die auch in der Fragerunde gerne auch noch einmal beantworten. Ich habe mich auch die letzten Wochen insbesondere inhaltlich nicht versteckt und auch im Thema Bezirkspolitik weitergearbeitet, sei es im Rahmen der bezirkspolitischen Klausur, sei es im Rahmen der Sammlung der bezirkspolitischen Beschlüsse. Ich denke, das deutet auch darauf hin, dass ich auch nach wie vor gewillt bin, auch die nächsten Wochen weiterzuarbeiten, dann hoffentlich in einem besseren Klima. Und dass uns das gelingt und dass wir trotz alledem und dem schlechten Start, den wir jetzt hatten in diesem Wahlkampf, mit dieser Wahl, dieser Aufstellungsversammlungswiederholung, dass wir trotzdem einen guten Wahlkampf hinlegen und ein ordentliches Ergebnis machen, dafür stehe ich, dafür lade ich euch ein, dabei zu helfen. Und es wäre schön, wenn wir in einem halben Jahr dann irgendwann einmal oder dann halt in 8 Monaten zurückblicken werden und können und sagen müssen, ja, haben wir doch alles in allem trotzdem noch eine gute Sache gemacht und da helfe ich gerne mit dabei. Dankeschön. Ich danke den Kandidaten für Ihre Vorstellung und eröffne hiermit die Fragerunde. Feuer frei. Wer hat eine Frage an den Kandidaten? Eine. Okay, Markus. Ich hätte eine Frage. Ich möchte gerne, dass Michael vielleicht das erste beantwortet, weil Joachim sie wahrscheinlich sicher weiß. In welchen Gebieten oder Fachrichtungen hat denn der Bezirkstag Gesetzgebungskompetenz? Gesetzgebungskompetenz. Also der Bezirkstag ist auf jeden Fall zuständig für das Thema für Kultur, Denkmalpflege, für Soziales und für Gesundheit und da speziell für den Bereich Psychiatrie. Mehr weiß ich nicht über den Bezirk. Der Bezirkstag besitzt keinerlei Gesetzgebungskompetenz, weil er keine Gesetze beschließen kann. Er besitzt aber eine eingeschränkte Satzungskompetenz. Weil die Kandidaten, der Bezirk ist ja die oberste kommunale Ebene, die wir in Bayern ja haben. In der Kommunalpolitik zählt ja nach wie vor eins der direkte Kontakt zum Bürger, weil hier ist natürlich Entscheidungen, dann sind die auch direkt an dem Bürger dran sind, also jetzt nicht um die anderen Ebenen wie Land oder Bund jetzt niederzureden, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir an den Bürger rankommen. Was stellt ihr euch nicht nur im Wahlkampf, sondern auch perspektivisch vor, wie wir als Piratenpartei auf kommunaler Ebene näher an Bürger rankommen? Da ich nach wie vor einen besonders engen Draht habe zu den südlichen Landkreisen, also Miesbach und Bad Tölz, und zu einigen Stadtteilen von München würde ich an sehr vielen kulturellen Veranstaltungen, wo auch diskutiert wird und wo auch Probleme behandelt werden, persönlich teilnehmen. Und meinen relativ hohen Bekanntheitsgrad, den ich als ehemaliger Buchhändler im Kreis Miesbach habe, nutzen, um die dortige Lokalpresse regelmäßig zu informieren, ebenso im Kreis Bad Tölz. Also ich würde mich halt genau auf diese drei Bereiche Landeshauptstadt München und plus zwei Landkreise konzentrieren mit meiner Arbeit. Ich kann nicht den ganzen Bezirk Oberbayern abdecken, aber meine Stärke ist einmal der Bereich Kontakt zur Lokalpresse, Kontakt zu lokalen Rundfunk und dann der Bereich Social Media, also über die sozialen Netzwerke, die Bürger von Oberbayern auf dem Laufenden halten. Bei mir ist der Schwerpunkt eindeutig Facebook, Xing und ja, Twitter. Ich vermute mal, dass sich die Frage insbesondere auf den Bezirkstagswahlkampf bezieht. Deswegen antworte ich auch explizit in diese Richtung. Ich glaube, dass der Bezirkstagswahlkampf für uns eine sehr, sehr große Chance ist,
die Piratenpartei darzustellen, und ich sage ganz bewusst darzustellen, auch jenseits dessen, was klischeehaft mit der Piratenpartei bereits verbunden wird. Dass wir mehr sind als eine reine Internetpartei, dass wir mehr sind als eine ein oder zwei, maximal zweieinhalb Themenpartei, sondern dass wir inhaltlich sowohl als auch personell dort reingehen, wie man so schön sagt, wo es wehtut. Ich stelle mir einen Bezirkswahlkampf vor, der explizit auch auf klassische Geschichten wie Straßenwahlkampf setzt, der den Kontakt sucht auf Ständen, der den Kontakt sucht in der Haustürverteilung von Materialien, der aber auch, wenn ich das meine ich inhaltlich, das meine ich mit inhaltlich, dorthin geht, wo der Bezirkstag tatsächlich dann irgendwann einmal auch zu was sagen hat, also zum Beispiel in die Bereiche sozialpsychiatrischen Dienste oder in die Heime rein und dort ganz konkret mit dem, was wir bezirkspolitisch hoffentlich dann demnächst beschließen werden, das dort vorzustellen und zu zeigen, wir können mehr als nur die Frage, was irgendwie Internet und überhaupt. Also ich glaube, das ist für uns eine riesengroße Chance und die sollten wir nutzen. Und ich denke, da sind wir, da rede ich jetzt nicht nur von mir, sondern wirklich von der Partei als Ganzen, die ja auch eine Menge schon jetzt auch vorbereitet hat in der AG Bezirkspolitik und an anderen Stellen, da sind wir gut aufgestellt. Wir müssen uns inhaltlich nicht verstecken vor den anderen Parteien, was die Thema der Bezirkspolitik angeht. Und da bin ich auch für die ganze Partei ein bisschen stolz drauf. Gut, ich sehe, es ist nicht der Fall. Nein? Gut, dann schließe ich hiermit die Fragerunde und gebe an den Herrn. Jetzt mache ich mal ein richtiges den Wahlleiter. So. Wieder die obligatorische Frage, möchte noch jemand kandidieren oder einen anderen Kandidaten vorschlagen, dann wäre das jetzt die letzte Möglichkeit dazu, weil das ist nicht der Fall. Okay, damit ist die Kandidatenliste geschlossen, wir haben zwei Kandidaten. Das Verfahren ist ähnlich wie gerade eben, ihr bekommt diesmal die hellblauen Stimmzettel vorne ausgeteilt von mir und TJ als Wahlhelfer. Hier stehen wieder die Namen der beiden Kandidaten drauf. Ihr habt wieder die Möglichkeit, beide Kandidaten zu wählen, wenn ihr beide befürwortet. Ihr könnt auch nur einem Kandidaten eine Stimme geben. Wenn ihr beide Kandidaten ablehnt, bitte einen leeren Stimmzettel abgeben. Wenn ihr euch enthalten wollt, dann einfach keinen Stimmzettel abgeben. Ihr habt auch wie vorhin wieder die Möglichkeit, draußen oder im Nebenraum abzustimmen, wegen der Geheimen. Okay, das war. Okay, damit, wenn ihr mit der Stimmkarte wieder vorbeikommt, bekommt ihr eure Stimmkarte. Ja, der Stift liegt bei mir auf dem Tisch. Da liegen ganz viele. Holger, kannst du mir mal einen Stift? Holger, kannst du mal einen Kuli rufen?
Gut, dann kommen wir zum Ergebnis. Wir haben insgesamt 15 akkreditierte Piraten gehabt, zumindest haben sich heute 15 akkreditiert. Es wurden 12 Stimmzettel abgeholt und 12 Stimmzettel abgegeben. Die waren alle gültig und keiner davon war leer. Auf Kandidat Nummer 1, Michael Krämer, entfielen 3 Stimmen. Auf Kandidat Nummer 2, Joachim Mönch, entfielen 11 Stimmen. Damit hat Joachim die erforderliche Mehrheit erreicht. Gut. Um die Frage zu stellen, die man eigentlich gleich stellen muss. Joachim, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl an, bedanke mich für das Vertrauen und gib mir heute wieder einen mordsmäßigen Schub, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich mache auch keinen Hehl draus, die Worte möchte ich noch sagen. Als ich heute hierher ging, habe ich sogar ehrlich gesagt gesagt, so gezweifelt, ob ich es auch heute antun soll. Und jetzt weiß ich, dass die Entscheidung absolut richtig war und jetzt geht's weiter. Dankeschön. Gut, ihr habt es euch gemerkt. Dann frage ich die Versammlung, bestehen Einwände gegen die Versammlung? Möchte irgendjemand Einspruch einlegen? So wenig. Zu Protokoll. Okay, können wir leider nicht aufnehmen, ist kein regulärer Ausspruch. Ich darf noch mal kurz um Ruhe bitten. Ich frage jetzt explizit noch mal, möchte irgendjemand Einspruch einlegen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann danke ich euch für euer Kommen und für euer Engagement und schließe hiermit die Versammlung.